Die besten SUVs unter 5000 Euro. Viele von euch haben sich ja bei meinem Video über die besten SUVs für unter 10.000 Euro gewünscht, dass ich das gleiche nochmal bis 5000 Euro mache. Aber ich muss euch wie beim letzten Mal vor den verhältnismäßig hohen Unterhaltskosten warnen, die ein solches Kfz verursachen kann. Wenn ihr glaubt, dass ich ein Auto vergessen habe, das unbedingt auf diese Liste gehört oder ihr Videovorschläge habt, schreibt mir sie bitte in die Kommentare, liked das Video, wenn euch dieses Format gefällt und checkt mal Instagram in der Beschreibung, da mir aktuell eure Autos für ein kommendes Wir bewerten eure Dreckskarren mit Instagram-Models schicken könnt. Mercedes-Benz W163 ML320. Das erste Auto auf dieser Liste ist die erste ML-Generation als ML320. Diese wurde in einem Mercedes-Werk in Amerika mit anfänglichen Qualitätsmängeln produziert, die im Laufe der Produktion aber nur teilweise behoben wurden. Glücklicherweise wurden viele dieser Fahrzeuge auf Gas umgerüstet. Holt euch am besten ein solches Exemplar, da die Spritkosten wie bei allen Fahrzeugen auf dieser Liste nicht so günstig ausfallen. Unter der Haube befindet sich hier der grundsolide M112 V6 Motor mit 3,2 Litern Hubraum und 3 Ventiltechnik. Dieser macht einen Topspeed von 214 km/h möglich und beschleunigt dieses SUV in 9,1 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Land Rover Range Rover TD6. Bei diesem Land Rover handelt es sich um die zweite Generation des Range Rovers, welcher als TD6 von 2002 bis 2006 gebaut wurde. Das Besondere an ihm ist, dass er einen BMW Motor verbaut hat, nämlich den M57, einen turboaufgeladenen rein 6-Zylinder Diesel, der 177 PS und 390 Newtonmeter Drehmoment leistet. Dieser Range Rover hat eine V-Max von 179 km/h und knackt die 100 km/h Marke in 13,6 Sekunden. BMW E53 X5 3.0i. Auch die kleinste Version der ersten X5 Generation erhaltet ihr in brauchbarem Zustand unter 5000 Euro. Dieser wurde von 1999 bis 2006 gebaut. Als 3.0i hat er den aus anderen BMW Modellen wie dem E46 330i bekannten M54 Motor in der 3 Liter Variante verbaut. Dieser leistet 231 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment. Als 3.0i hat dieser X5 einen Topspeed von 202 km/h und beschleunigt in 8,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Chevrolet Blazer. Um ein bisschen Abwechslung in diese Liste zu bringen, gibt es hier die zweite Generation des Chevrolet Blazer, welche von 1995 bis 2005 gebaut wurde. Dieser hat ein 4,3 Liter großes V6 Aggregat unter der Haube, welches 193 PS und 353 Newtonmeter Drehmoment leistet. Wenn ihr euch für dieses Kfz interessiert, solltet ihr euch an das Interieur amerikanischer Autos aus dieser Zeit gewöhnen. Ich sag nur Plastik. Dieser Blazer hat eine V-Max von 160 km/h und beschleunigt in 11 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Porsche Cayenne. Die erste Generation des Porsche Cayenne in der kleinsten Motorisierung erhaltet ihr auch schon für 5000 Euro. Ob dieses Auto mit diesem Motor zu empfehlen ist, ist etwas fraglich. Denn hier befindet sich ein VR6 Aggregat unter der Haube, dessen 250 PS und 310 Newtonmeter Drehmoment auf 2166 Kilogramm treffen, was für einen Cayenne zu nicht so berauschenden Werten führt, nämlich einem Topspeed von 214 km/h.